Ja, grüezi miteinander. Heute ist wieder Adventskalenderzeit. Der Olli hat ja gesagt, dass er die Geschenke ein wenig sammelt. Und jetzt ist ja auch noch der Nikolaus vorbei. Das heißt, wir packen jetzt gleich mal ein paar mehr Packerl aus. 3 Kalender und mehrere Türchen. Also lehnt euch mal entspannt zurück. Der Olli hat da Geschenke vorbereitet. Und bevor er selber gleich mal auspackt, zeigt er euch mal, welche Geschenke er für euch vorbereitet hat. Leute, ihr merkt, die Sache fängt an, mir Spaß zu machen, weil ihr auch wirklich nette Kommentare da lasst und ebenso in die Vorweihnachtsstimmung kommt. Und jetzt ist Nikolaus rum, ich habe eine Giveaway-Aktion angekündigt und 6 Gewinner habe ich zu verlosen und zeige euch mal, worum es dabei geht, bevor ich dann noch die Gewinner ziehe. Also grob 6 Preise und ich werde noch ein bisschen Kleinigkeiten dabei legen, weil ein bisschen Überraschung soll dann auch dabei sein. Und zwar einmal die Winmo Firestorm Seriendarts. Dann einmal die 9 Darts vom Florian Hempel. Einmal die Spielerdarts Mission Graham Hall. Einmal die 180 Jelle Klaassen Spielerdarts. Einmal ein Tacoma Germany Case. Und einmal ein Case von Bulls, das Orbis in XL. Da geht noch ein bisschen mehr rein. Das also, wie gesagt, meine Nikolauspreise für alle, die kommentiert haben. Ich zeige es euch gleich im Auslosungstool. Ich meine, da waren über 200 Kommentare mit dabei. Also wirklich geile Nikolaus-Aktion. Okay, dann geht's jetzt mal an die Auslosung der 6 Gewinne. Das hier oben ist das Video, um das es geht, unter das ihr kommentiert habt. Die 3 Kalender, ein Türchen-Geschichte. Und da nutze ich wie immer commentpicker.com, also den YouTube-Commentpicker. Also die YouTube-URL hier oben einmal reinkopiert. Doppelte Nutzer raus, dass wenn ein Gewinner gezogen wird, alle anderen eben nochmal eine faire Chance haben. Ich glaube, der Rest ist hier uninteressant. Wunderbar. 205 Unique Comments. Geil. Also echt geil, dass so viele immer mitmachen. Das freut mich. Und jetzt war es hier genau etwas weiter runter. Scrollen. Oh, neue Funktion. Man kann das hier im Vollbildschirmmodus machen. Geil. So, Spannung steigt. Der erste Gewinner, das ist ein Dartset. Blende ich ein, worum es geht. Geht an Mickey Nienhaus. Ich bin so frei, ich bin dabei. Der Ich möchte mitmachen Satz ist dabei. Dazu steht noch super Video Serie Olli. Danke für die Geschenke, lieber Nikolaus. Jawohl, bitteschön. Gratuliere zum Gewinn. Und dann können wir auf dem Bildschirm bleiben. Und dann geht es um die Ziehung von Gewinner oder Gewinnerin Nummer 2. Ebenso ein Dartset. Blende ich wieder ein. Und das ist Emin Salkanovic 146. Ich bin so frei, ich bin dabei. Der Satz ist drin. Danke für die coolen Videos. Das Rehlein, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Auf jeden Fall, schönes Nikolausgeschenk von mir. Und damit haben wir Gewinner Nummer 2. Dann direkt Gewinner, Gewinnerin Nummer 3. Ebenso ein Dartset. An Luis Hore 4373. Wenn das letzte dein Geburtsjahr ist, ist auch mein Jahrgang. Aber vielleicht ist das auch nur die PIN für die EC-Karte. Kleiner Scherz. Ich bin so frei, ich bin dabei. Der Gewinnersatz ist dabei. Bei den täglichen Videos steigt die Vorfreude auf Weihnachten und die WM noch mehr. Ganz genau, so geht es mir auch. Gratuliere zum Gewinn. Und dann geht es jetzt um Gewinn Nummer 4. Das ist auch ein Dartset. 4 hatte ich ja im Köcher. Und das ist Tobert. Tobert 21 oder T. Obert. Namen stehen dann auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich bin so frei, ich bin dabei. Ach, Olli, wieder mal geiler Content auf deinem Kanal. Mach weiter so. Danke, bitteschön. Gern geschehen, gratuliere. Das waren jetzt die 4 Dartsets und jetzt gab es da nochmal 2 Cases zu gewinnen. Pick another winner, los geht's. Und das erste Darts Case geht an Peter und Familie. Ja. Glückwünsche, schön Nikolaus, von mir höchstpersönlich. Wenn wir auf dem Skolia noch nicht daten konnten, dann kann ich dich zumindest hier schon mal beglücken. Ich bin so frei, ich bin dabei, der Gewinnersatz ist dabei. Wie oft wir uns jetzt schon ausgetauscht haben, super genial. Tolle Videos, ja weiß ich doch, Dankeschön. Schau sie abends oder tags da drauf, da ich ja schon weiß, was dann im Türchen ist. Stimmt ja, du hast ja auch den Kalender. Aber jetzt kommt was, was du noch nicht hast, hoffe ich zumindest. Und es freut mich dann auch wieder, wenn immer wieder auch mal Gewinner dabei sind, wo ich ja auch weiß, dass die wirklich schon länger diesen Kanal abonniert haben. Also ein Darts Case for the Peter. So, und dann ist ja noch
einer über. Nikolaus war ja 6. Dezember, 6 Gewinne, also gibt es noch ein Darts Case und das geht dann an Tick unterstrich Darts, also an Tick Darts. Ich bin so frei, ich bin dabei, Gewinnersatz ist dabei und habe heute sehr gelacht. Das ist schön, freut mich vielleicht heute wieder. Hast du etwa schon Glühwein genossen? Nein, ich trinke kein Lülü und das würde ich auch hier nie öffentlich machen. Wirst du gleich nochmal ein Fazit sehen. Olli trinkt schön brav Tee. Gratulation an alle Gewinner. Schreibt mir einfach an ollisdartgarage@gmail.com oder über Instagram genauso @ollisdartgarage. Schreibt mich bitte an, denn ich werde nicht auf euch zukommen, damit es eben auch keine Fremden und so weiter sind. Ihr habt eure Namen hier gesehen, die werde ich in die Videobeschreibung einfügen und kontaktiert mich bitte bis spätestens, sage ich mal, Ende der Darts-WM, also Mitte Januar, damit ich dann euch die Preise zukommen lassen kann. Das wird natürlich jetzt ein Riesengeschenkefest. 3 Kalender und der 4., der 5., der 6. Nikolaus und das 7. Türchen jeweils zu öffnen. Dazu, ihr wisst ja, immer zwischen 1-3 Sterne. Ich muss mich entscheiden. Und diesmal fange ich mit Dartspool an. And now, ladies and gentlemen, it is Geschenketime for the Olli. 4444, das ist da innen. Packerl öffnen. Weihnachtsbruno da oben passt auf, dass alles stimmt. And Le Points de Conversion von Depuls Professional. Die sind ja durchaus brauchbar, sind bestimmt keine schlechten Points. Ich habe da keine Barrel, auf die ich die jetzt draufziehen würde. Das ist für mich gerade potenziell mal ein Stern. Ich bunkere das mal kurz ein, weil mal gucken, was bei den anderen so drin ist. Ich mache dann McDart. Also war voll schlau, die 4 da unten zu verstecken. Das ist die Nummer 4 bei McDart. Bruno guckt zu, da drin sind Überzieherlies. Also Ohrringe, Gummiringe. Für, ja, wer halt Aluschäfte und so nutzt. Okay, damit hat sich der eine Stern gerade schon mal getauscht. Und Depuls liegt aktuell bei 2 Sternchen. Big Chance also für Dartstrom. Hier unten ist die 4. Dartstrom. Und am 4. Dezember werdet ihr beschenkt mit... Ist da was drin? Ah, really? Flightschoner. Hey, die Dinger habe ich noch nie benutzt, noch nie ausprobiert. Ich kenne irgendeinen, der noch mit Flightschonern spielt. Außer die, in meinen Augen, Deppen von MyDartPfeilen, die dir für ihr komisches Zeug immer auch noch solche komischen Flightschoner mit anbieten wollen. Aber gut, Tag 4 nach dem ersten Advent ist so ein bisschen Luschentag. Darum brauche ich mich hier nicht lange aufhalten. Flightschoner, ein Stern, kann ja gar nicht anders sein. Die Gummiringe, immerhin, wenn sich mal ein Schaft irgendwo lose dreht oder so. Und hier ist dann auch noch diese komische Hilfe dabei für Aluschäfte, die ich zwar nicht spiele, aber ich habe andere Sachen, wo manchmal so ein Ohrring ganz hilfreich sein kann. Sage ich mal 2 Sterne. Und dann, naja, auch die Conversion Points, die ich an sich jetzt nirgendwo großartig drauf machen werde. Aber, da ich mich entscheiden muss, 3 Sterne. Und damit komme ich zu Tag 5. Und da mich der von Dartstrom hier anlacht, fange ich hier jetzt mal an. Und in dem Paket sind Mission Standardschäfte. Griplock. In ziemlich lang, würde ich mal sagen. Medium, ja. Also längste Länge. Schwarz ist okay, kann man immer mal brauchen, wo drauf machen. Wobei, bei diesen Schäften, die kleinen schmalen Ringe da hinten, die spielst du relativ schnell runter. Ist zwar wenig Material, da ist dann nichts im Weg von den nachfolgenden Darts, aber nach meiner Erfahrung, diese dünnen Ringe, stehe ich nicht ganz so drauf. Die musst du dann schnell ersetzen. Also wenn dann irgendwo nochmal Ersatzringe kommen, wäre es vielleicht ganz gut. Sonst die Schäfte sind haltbar, damit kann man was anfangen. Das ist schon mal ein Punkt, also ein Stern, vielleicht auch 2. Lege ich mal behutsam beiseite. Ihr habt gesagt, ich soll die Sachen nicht mal so auf den Boden schmeißen. Aber ich habe dann keinen Platz. War ein rein praktischer Aspekt, aber ich höre ja auf euch. So, da sehe ich jetzt die 5, genau, vom Dartspool. Und meine Güte, es ist immer wieder ein Geschenk, gell? Elstal, Kami, in wunderschönem Grün, also in einem hellen Grün. Schöne Variante, Grün ist meine Lieblingsfarbe. 3 Sterne, sorry, ich muss mich festlegen. Die sind schon mal gebunkert. Ja, really, also McDart hat jetzt noch eine Chance, 2 Sterne zu kriegen. Oder mit, I don't know, was super geil, seltenem, außerordentlichen, mich nochmal von dem Gegenteil zu überzeugen. Das ist ein Winmo Darts Accessory.
Was sehr nützlich ist. Und zwar ein Schleifer für eure Points, und zwar so ein Diamantschleifer. Super nützliches Tool, auch sehr haltbar, funktionieren tut es immer gleich. Barrel, also Points hernehmen. Und ich mache das immer so mit leichten Drehen, einmal durch die Rille. Wenn es ein bisschen feiner sein soll, die Seite drehen, hier auch nochmal durchziehen. Voilà. Ist ein geiles Tool, genau das kann ich allen auch empfehlen. Klein, kompakt, haltbar, kann man überall mitnehmen. Hast du Glück gehabt, McDart? 3 Sterne für dieses Ding, 2 Sterne für Dartspool L-Style Flights und 1 Stern für Mission Standard Schäfte. So, Boys and Girls, jetzt kommt der Nikolaustag. Und ihr habt gesehen, was ich euch zum Nikolaus gebe. Und was krieg ich? McDarty, sag's mir. Winmo? Fröhliche Weihnachten, Blade 6 Flights. Okay, sportliches Design, geile Sache, gibt's nicht so oft. Verdammte Hacke, ihr kriegt mich mal mit diesen Flights für ein Bilderrahmen-Ding, wa? Aber okay, let's see what the Nikolaus brings me in the other packages. And yes, this is very professional English for you. Das ist jetzt hier the Dark Storm. Und, er bringt mir ein Trinkfass. Das ist auch ein Schleifdingsbumsi mit Krümeln unten drin. Also lieber diese Seite. Von Mission, naja, kann man so einen Schlüsselring oder auch einen Dartscase machen. Das ist an sich auch ganz praktisch. Schleifstein, irgendwas braucht man. Diese Variante gibt es auch ganz oft. Ist genau das gleiche, irgendwie hier rumgrabbeln, rumgrubbeln. Ich mag diese längliche Variante lieber. Aber das ist so ein rein persönliches Ding. Schleifstein sollte jeder haben, egal was er da bevorzugt. Und das hier hat einen gewissen praktischen Nutzen. Also gut. Was jetzt? Der Dartspool zum Nikolaus. Das sind diese D-Pulse Invisible Shafts. Also hier habe ich mal den Nikolaus in der Hand. Insgesamt muss ich mal sagen, von allen Kalendern jetzt gerade nicht so stark. Was ist los mit euch? Habt ihr den schönen Nikolaus vergessen? Aber gut, Sternevergabe. Mache ich so rum. 1 Stern für die Winmo Blade 6 Flights vom McDart. 2 Sterne für den Mission Schleifstein mit praktischem Nutzen. 3 Sterne für die Invisible Shafts. Und lucky, dass grün meine Lieblingsfarbe ist, aber ey, das Argument kann auch nicht immer gelten. So, und damit sind wir jetzt im Deciding Day. Und zwar die aktuelle Nummer 7. Wen nehme ich? Einfach Dartspool zuerst. Und, na wie schön, dass ich 324 Gummiringe habe. Hier sind jetzt Alu-Schäfte drin. Wirken recht stabil, aber ich bin da ja nicht so ein... Da sind auch nochmal Gummiringe drin. Auf jeden Fall tutti completti. Das ist soweit gut, aber ganz ehrlich, ja, I want more. Und? Wollt ihr mich veralbern? Flight Schoner, diesmal von Winmo. Ja, das ist auf jeden Fall 1 Stern. Also gut, Dartsturm, jetzt schlägt deine Stunde. Das Ding ist schwer. Da ist viel drin. Es ist rammelvoll. Es ist etwas Geiles. Warum war das nicht zum Nikolaus drin? Mann! Supergeil, 3 Sterne. Das steht fest. Ein wunderschön brauchbarer Acryl-Dartständer von Mission. Schön mit so Fräsung, dass man die Darts da drin sieht. Die schön da rein. Das ist der Knaller. Passt auf, hier kommen diese wunderschönen Brass-Darts. Im Setup vom Nikolauskalender. So, und dann muss der Rest mal aus dem Bild. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht das schönste Dartset, was ihr je aus eurem Kalender gesehen habt? Okay, ist es nicht. Aber dieser Acrylständer, ganz klar. 3 Sterne. Dartspool, Glück gehabt. Du kriegst die 2 Sterne. Weil McDart, Flightschoner, really? Vergesst die Dinger. Ihr habt schon mitbekommen, dass das irgendwie Molded Flight Jahr ist, ja? Condor X, L-Style Phantom, Winmo Fusion, Cosmo Darts, Q-Soul und Shot und was weiß ich wer noch. Alle bieten Molded Flights. Und ihr haut ihr Flight-Schoner rein für Nylon- oder Stoff-Flights oder wann hat man die gespielt? Anno Tufting auf jeden Fall. Aber gut, es kann sich ja jetzt zum 2. Advent wieder steigern. Und spätestens da werden wir uns wiedersehen. Und jetzt mal ein Zwischenstand. Thank you.
Ach, Jungs und Mädels. Was waren das denn jetzt für Geschenketage? Also ein bisschen zeichnet sich ja ab. Wenn nochmal Dartskalender, welchen? Aber in puncto Nikolaus hoffe ich zumindest, dass sich die glücklichen Gewinner drauf freuen. Ich würde ja wirklich gern jeden von euch beschenken, aber das ist schwierig. Ihr seid inzwischen so viele. Aber auch so viele, die noch nicht abonniert haben. Gibt's dafür einen Grund? Na gut, die Nase vielleicht war. Aber wenn dies nicht ist, gern mal einen Knopf drücken. Und die Glocke aktivieren, denn es gibt auch geile Sachen. Und das auch schon wieder in Kürze. Denn just morgen bin ich Winterchaos und Lokstreiks zum Trotze unterwegs. Und zwar bin ich unterwegs gen Siegen. Galeria Kaufhof, Siegener Hauptbahnhof. So wie im letzten Jahr gibt's wieder den McDart Pop-Up Store. Natürlich vielen geilen Neuigkeiten. Da war ja der Red Dragon Launch. Shot hat heute nochmal was rausgehauen. Elster mit den Phantom Flights. Die neuen K-Flex in anderen Farben. Und es gibt eine geile neue Klamottenmarke. Und darauf freue ich mich auch. Barrels and Shafts. Und was soll ich sagen? Da werde ich natürlich Klamotten-Ambassador. Denn das sind geile Klamotten, T-Shirts, Hoodies, andere Sachen. In coolen Farben, schöne Designs, geile Qualität. Das war genau mein Ding. Und das kann ich euch dann demnächst vorstellen. Plus, wenn alles klappt, dann treffe ich Max Hopp und die Jungs von Triple 20 Darts Shoes. Und dann wurden ja sogar Darts Socken gelauncht von Game On. Also Geiles auf Neues, auf Kurioses, auf Interessantes. Und da freue ich mich drauf. Richtiger Schnack mal wieder in einem richtig großen Darts Pop-Up Store, der übrigens für 6 Wochen diesmal offen hat, also bis nach der Darts WM. Und wenn du selbst mal in der Nähe da bist, schau auf jeden Fall rein. Ich bin am 8. und 9. Dezember vor Ort und werde das Ganze dann auch in einem Videobeitrag mal zusammenfassen. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Mitmachen bei dem Gewinnspiel. Tschüss, ciao, good Darts und immer schön Tee trinken.